Wer in diesen Tagen in den Urlaub fliegen will, sollte vor allem eines im Gepäck haben: starke Nerven und viel Geduld. In etlichen Flughäfen herrscht momentan ein absolutes Chaos. Stundenlange Wartezeiten, Verspätungen und Flugausfälle stehen an der Tagesordnung. Einer der Gründe: massiver Personalmangel. Mit diesen Tipps fliegt man trotzdem entspannter. Online-Check-in nutzen. Einfach bequem vom Sofa aus einchecken und die elektronische Bordkarte herunterladen. Einige Fluggesellschaften bieten den Service schon 2 Tage vor Abflug an. Ein weiterer Vorteil: seinen Koffer kann man dann oft am speziellen Baggage-Drop-off-Schalter aufgeben. Der ist extra nur für Passagiere gedacht, die vorher schon eingecheckt haben. Aufgepasst! Einige Airlines bieten sogar einen Vorabend-Check-in für das Gepäck an. Großer Zeitpuffer. Wer den Online-Check-in nicht nutzt, sollte am Tag der Abreise überpünktlich sein. Flughäfen empfehlen, mindestens 3 bis 4 Stunden vor Abflug zu erscheinen. Verpasst man den Flieger trotzdem, hat man unter Umständen Anspruch auf Schadenersatz. Das richtige Handgepäck. Damit es beim Sicherheitscheck zügig vorangeht, ist eine gute Vorbereitung das A und O. Was darf alles ins Handgepäck? Darüber sollte man sich vorab unbedingt informieren. Auch die akzeptierten Maße und das zugelassene Gewicht sollte man vorher in Erfahrung bringen. Reibungsloser Sicherheitscheck. Der Flüssigkeitenbeutel und die elektronischen Geräte werden separat gescannt. Die Sachen sollten deswegen immer ganz oben im Handgepäck liegen, damit man nicht noch lange suchen muss. Halte auch Geldbeutel, Schlüssel, Uhr, Schmuck und den Gürtel parat, diese Gegenstände kommen ebenfalls in eine Kiste. Außerdem sollte man alles aus den Hosentaschen nehmen, egal ob zerknüllte Taschentücher oder Bonbons.